Herzlich willkommen in meinem Kanal und wieder einmal zu einer Frage, die mir eigentlich über die Jahre, seitdem ich diese Videos mache, schon des Öfteren gefragt wurde, nämlich Schlaufenverarbeitung. Schlaufen, die man gerne für Hosen und Röcke anbringt, weil sie eben den Gürtel in Position halten soll, da wo unser Bund ist. Und da gibt es die eine oder andere Möglichkeit, die anzubringen, denn wir wissen, wenn der Stoff sehr dick ist, den wir verarbeiten, dass das dann gar nicht so einfach ist, mit der Haushaltsnähmaschine oder generell mit einer Nähmaschine diese dicken Schläufchen dann aufzunähen. Und deshalb gebe ich euch heute hier ein, zwei Tipps, wie ihr das umgehen könnt, damit das nicht ganz so dick ist für euch. Also, lasst uns anfangen, wenn ihr Lust habt. Auf geht's! Gürtelschlaufen an Hosen und an Röcken sind, wie wir wissen, einfach notwendig, wenn wir einen schönen Gürtel darin tragen möchten, egal ob es nur als Zierde ist oder ob es noch die Funktion hat, unter Umständen die Hose wirklich in Position zu halten oder den Rock. Und generell sind die meisten Schlaufen eigentlich bei fast allen Hosen und Röcken, die man kaufen kann, so angebracht, dass sie im oberen Bereich der Kante einfach doppelt hingelegt wird, aufgesteppt wird, mit einem Zickzackriegel meistens. Und natürlich hat man dann hier diesen Zentimeter oder halben Zentimeter der Schlaufe frei rumhängen. Natürlich ist das verdeckt, manchmal auch dann noch komplett mit dem Gürtel. Aber wir wissen, wenn wir eine Jeansverarbeitung machen, wie hier bei dieser Hose, dann ist das hier oben richtig dick. Die Maschine drückt das manchmal weg, der Zickzackstich sowieso. Also einfach ist das nicht. Aber wie gesagt, das ist die meistverwendete Art, die Schlaufen oben anzunähen. Unten ist es generell so, dass sie vor dem Aufsteppen hier oben oder unten in diese Naht vom Bund, von der Bundverarbeitung reingeschoben werden. Das heißt, der Bund ist erstmals von links angenäht worden, dann wurde die Schlaufe hier reingeschoben. Dann wird der Bund rundherum gesteppt, die Schlaufe hängt immer noch lose hier unten und je nach Gürtelbreite, die man verwenden möchte, hat man den natürlich lang genug geschnitten, hat, wenn sie noch hier unten hängt, diese Riegel hier reingesetzt im offenen Zustand und erst dann wird die Schlaufe oben drauf genäht oder drauf verriegelt. Aber wie gesagt, das ist die meistverwendete Art und Weise, und ist oftmals hier oben eine Herausforderung. Die Alternative zu dieser, um trotzdem das ganz genau so zu verarbeiten, wäre, dass man den Bund zweiteilig macht, das heißt, man hat einen Außenbund und man hat einen Innenbund und hätte hier oben eine Naht. Denn dann kann man das sehr gut hier oben in die Naht mit reinschieben, kann dann beim Durchsteppen trotzdem noch hier drüber steppen, aber man hat dann hier drin dieses Stückchen von der Schlaufe nicht rumhängen. Bei manchen Hosen, je nach Material, dann franzt das auch leicht. Also das wäre eine saubere Art und Weise und Methode, diesen Schnippel hier drin wegzubekommen. Das wäre also die zweite Möglichkeit. Das Einzige natürlich, das merkt man dann, wenn man dann am Rumsteppen ist, dann muss man hier absetzen und muss hier neu ansetzen, weil ja unsere Schlaufe dann hier schon reingeschoben wurde. Aber das ist auch kein Problem, das kann man ohne weiteres machen. Und wie gesagt, man hat hier oben dann eine Teilungsnaht in dem Bund, der aus zwei Stücken gemacht wird. Das ist manchmal sogar angebracht, wenn man vielleicht wenig Stoff hat und muss eine Alternative hier innen reinmachen, weil man das ja nicht sieht. Oder zum Beispiel auch, weil man ein Buntband verwendet, damit die Hemden nicht rausrutschen. Auch da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Dann ist dann gar nicht dieser Stoff hier drin, sondern dieser vorgefertigte Bund, den man kaufen kann, der hier an den Oberstoff angenäht wird. Aber kommen wir nun zu der Alternative oder Methode, die ich euch eigentlich erklären wollte. Vielleicht habt ihr meine letzten Videos gesehen, da habe ich ja gerade diese Herrenhose genäht. Das letzte Video dazu war diese Schlitzverarbeitung. Ja, Leute, und wenn dann zum Beispiel jemand sagt, oh, das ist so schwierig,
das Video genau zu sehen mit den Streifen. Ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung, das weiß ich. Das könnt ihr mir glauben, auch für das Nähen, für die Näharbeit ist so ein Streifen sehr anstrengend für das Auge. Das ist gar keine Frage, das weiß ich. Ich musste da auch sehr aufpassen und durch die vielen Streifen sieht man zum Beispiel den Schlitz ja hier überhaupt nicht. Aber wie gesagt, kommen wir wieder auf die Schlaufen zu sprechen. Hier habe ich eine ganz andere Methode gewählt. Ganz einfach, weil ich auch diese doppelten Schlaufen machen wollte. Nun habe ich aber gedacht, oh, doppelte Schlaufen, dann habe ich ja zweimal hier oben dieses kleine Stück drin, denn ich wollte auf keinen Fall den Bund in zwei Teile schneiden. So, dann habe ich halt was ganz anderes gemacht. Nämlich, ich habe mir ganz normal meine Schlaufen vorbereitet, wie ich das wollte. Habe die auf doppelte Länge von vornherein geschnitten, habe meinen Bund, genau wie ich es eben hier erklärt habe, von links erst angenäht. Jetzt war hier alles auf. Jetzt habe ich mir meine Länge ausgemessen, damit mein Gürtel, den ich hierfür vorgesehen habe, hier reinpasst. Habe mir die Schlaufe so, na, ich mache mal den Gürtel auf, dann sehen wir das besser. So, machen wir mal auf. Ups. Hab mir, wie gesagt, diese Schlaufe hier doppelt gelegt. So hingelegt, dass ich weiß, zum Beispiel dieses Weiße soll oben drauf kommen. Also das, was oben drauf kommen soll, nach unten gelegt. Habe es mir an meine Naht, die hier innen drin war, so angenäht. Habe mir den Riegel hier unten drauf gesetzt, wo die Schlaufe unten gehalten sein soll. Habe dann meinen Bund komplett aufgesteppt. Und dann bin ich hergegangen, habe mir das hier oben als kleines Dreieck hingelegt und dieses Dreieck hier oben einmal drauf gesteppt. Und so habe ich das bei allen Schlaufen gemacht. Dadurch habe ich hier keine extra Naht innen drin. Habe diese kleine Spitze, dass wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein rotes Hemd da reinziehe, rote Bluse, dann hat das nochmal einen schönen Effekt, dass ich diese Spitze so besonders dann sehe. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe null Nähte, die mir irgendwo hier drin ausfransen könnten. Und es ist wirklich dünn und flach. Also das ist eine sehr, sehr schöne Methode. Ihr könntet, wenn ihr die Spitze nicht drüber stehen haben wollt, das auch etwas tiefer legen, damit die Spitze mit der Kante von dem Bund direkt abschließt. Dann muss man halt nur berechnen und bedenken, wie weit ich noch diesen Spielraum haben muss, mit je nachdem, welchen Gürtel ich reinziehen möchte. Ja, meine Lieben, und damit ist mein kleiner Tipp für heute für euch schon beendet. Mehr wollte ich überhaupt nicht übermitteln und euch sagen, aber ich sage euch natürlich auf alle Fälle, dass ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr bei guter Laune schöne Näharbeiten gemeinsam mit Freunden vielleicht macht und sage danke für eure Kommentare, auf die ich mich wie immer sehr freue. Bleibt gesund, bleibt mir treu und ihr könnt euch schon denken, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis bald mal wieder. Tschüss. Eure Lilo.